Da Herrn Divish Spanner noch nicht über Talmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau. Dieser Ishtvan ist ein sturer Bastard. Also gut. Wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Hey, ich bin bereit. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an, am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz, wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer, was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Pferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Ishtvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist. Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skalitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ah, okay. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Ishtvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Steh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Okay. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Attacke! Habt doch das Schild an, oder?
So, jetzt fühle ich mich wie Achilles. Oh, scheiße. Oh Gott, sind da viele tot. Erklimmt die Mauern. Ah, scheiße. Gott, ist das ein Durcheinander. Kleiner Miskel! Da! Säubert die Wehrgänge, Leute! Auf sie! Säubert die Wehrgänge! Es regnet. Die kommen! Oh! Leute! Oh! Jawohl, der nächste. Axt schwingender Ritter. Oh, scheiße. Aua. Okay, ein bisschen zurückziehen. Ja, den Leuten helfen. Ja. Jawohl. Und der letzte. So, auf geht's, Jungs. Ah, okay, die kommen. Wow, was für eine Schlacht! Wow! Ich seh nichts, Jungs! Oh, scheiße! Da hinten. Jawohl. Schlacht ist geschlagen. Das war jetzt ein harter Kampf. Herr, wir sollten den Befehl geben.
Mal sehen, ob sich Istvan Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanusch. Istvan! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Scarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stefanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig. Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt er meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Holt die Pferde. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Divish! Stefanie. Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich wusste nicht, wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet 2. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Ja, ja, ja. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinnen!
müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Okay, was kommt denn jetzt noch? Ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass wir den nicht geschnappt haben. Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnt ihr hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Latein nachgelernt. Du hast drüben gezogen. Nun sieh uns an. Ja! Hans, ist das jetzt dein Ernst? Was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine drei Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Rantai und meine Leute tun. Etwas Großes. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Tja, hoffentlich ist er dort. Und wohlauf. Was glaubst du? Wird Toss Wort halten? Er ist ein Adliger. Ja, ich auch. Er hat sich wird dort sein. Okay, er hält das Pferd gar nicht mehr. Du hast aufgespürt und dich in Vranik eingeschlichen hast. Also ich will damit sagen, gut ab, Heinrich. Ich hätte das nicht gemacht. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich musste es einfach tun. Wo reitet denn der lang? Oh, wie Bucky. Okay, alles klar. Keine Spur von ihnen. Weiter. Freut mich, dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Ist dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht.
Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Hey! Das war's schon, oder wie? Ich glaube, da gibt's aber noch am Schluss eine Quest, wenn ich mich nicht alles täuscht. Das ist wahrscheinlich einfach die, weil es die Hauptquest ist, sozusagen.
Also die Hauptquest sehr gut gemacht, finde ich, wirklich toll. Okay, das Kloster war ein bisschen, hat ein bisschen die Spannung rausgenommen, aber ja, musste wohl dazugehören. Wir haben das Schwert noch nicht, wir hatten noch nicht die Rache vollziehen können. Ich denke, von dem her wird es wohl eine Fortsetzung geben, weil das Spiel, abgesehen von den Bugs, das weiß ich, ist wirklich gut. Also ich hatte Spaß, es war spannend, herausfordernd. Also manchmal bin ich da schon gestorben und dachte mir, Mann, und die Geschichte ist noch nicht zu Ende, also definitiv nicht. Ich denke, es war ja ein, wie sagt man hier, so ein Projekt mit Bildern finanziert von Fans. Ich glaube, man kann zufrieden sein. Also das ist ja wirklich ein Spiel, was wirklich mal wirklich sehr nah an der Realität ist. Im Mittelalter spielt. Ein würdiges Spiel für knapp, wie viele Folgen hat mich jetzt? Etwa mehr als 120, also für 60 Stunden. Ja, oder mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gespielt habe, etwa 80 Stunden oder so insgesamt dann. Ich habe ja nicht mal alle Quests gemacht, also. Auch cool, dass die einen Stimmen sind ja wirklich bekannte Stimmen. Also Ratzig ist ja eben ein Kleinfinger für uns. Also in Deutschland Synchronstimme. Und der Hauptmann Robot, glaube ich, war ja auch der Schauspieler von. Ich weiß den Namen gerade nicht, der spielt bei Kingdom of Heaven mit. Die auch sehr stimmig war. Wirklich jede, vor allem bei der Quest mit dem Pfarrer, da diese Kneipenstimmung, die war ganz genial. Production Babies. Oh, so gut. Ja, also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es waren jetzt doch viele Folgen, Minuten, Stunden. Und jetzt könnt gerne kommentieren, was euch nicht so gefallen hat, was euch gefallen hat, wie es vielleicht weitergeht. Ich mache vielleicht auch mal ein kurzes Epilog-Video, weil eben es sollte einen Abschlussquest geben, glaube ich. Ja, und lass jetzt halt einfach noch schnell die Sachen hier durchlaufen.
Kingdom Come Deliverance. Vielen Dank, Entwickler. Ja. Du schlägst dich gut, Junge. Vater. Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich, verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. If Sigismund attacks, they can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horse on who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Horse has to pay for what they did to us.